Schauen Sie, jetzt kommt was Schönes. Ein kleines Bild. Ist es denn alt? Ja, ich hoffe. Deswegen bin ich ja hier. Ich wollte schon lange mal bewerten lassen, ob das eine Kopie ist. Wenn, ist die Kopie also bestimmt schon uralt. Oder wenn es echt ist, dann haut mich's halt vom Schemel. Wieso haut sie es vom Schemel? Ich habe das meinem Kunstfachmann in Stuttgart gegeben. Und er hat zu mir gesagt, wenn das echt wäre, hätte das damals in D-Mark 16 Millionen wert gehabt. Ja. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Was bringen Sie uns da? Woher haben Sie es? Ich bringe Ihnen ein Bildchen, das habe ich in 97 von meiner Mutti bekommen. Aber das ist in unsere Familie gekommen, 1953, 54, ich weiß es nicht mehr genau. Mein Vater hat einen Kriegskameraden in Ostberlin gehabt, der hat eine Galerie betrieben. Und meine Eltern haben damals immer sogenannte Fresspakete geschickt, weil es dem schlecht ging. Mhm. Und dann kam einen schönen Tages dieses Bildchen, weil er Angst hatte, die Russen würden es ihm wegnehmen. Und da mein Vater sehr kunstbewandert war, hat er sich natürlich riesig gefreut. Das durfte man also früher nicht berühren, das Bild. Mhm. Und wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich einmal wissen, also angesagt ist ja, dass es vom Holbein dem Älteren ist, aber ich weiß es nicht genau. Also ich habe im Internet jetzt schon recherchiert, ich habe es nicht gefunden. Mhm. Das ist kein Wunder, weil es gar nicht von Holbein ist. Ah. Was wir jetzt einmal sehen, ist eine Anbetung der Könige. Ja. Ein Bild, das Anfang des 16. Jahrhunderts gemalt ist, mit einer großen, feinen, malerischen Qualität. Wir sind also an der Schwelle des Mittelalters zur Renaissance und sind konfrontiert mit einem ganz außerordentlich feinen und wunderbaren Bild. Ein großes Kunstwerk. Ja. Was mich ein bisschen jetzt Stirn runzeln lässt, ist schon einmal die Größe. Ich denke mir, dieses Bild würde aufgrund der Komposition durchaus etwas größere Dimensionen vertragen. Ich glaube, wir sollten vorher auch grundsätzlich einmal reden, was ist denn diese Epiphanie, die Huldigung der Könige, dem Jesuskind. Das ist ein Demokratisierungsversuch in der Kunst, in der christlichen Kunst, der versucht klarzumachen, dass Gott gegenüber selbst die Könige in die Knie zu gehen haben. Es gibt ja interessanterweise in der christlichen Ikonografie auch die Anbetung der Hirten, also jetzt nicht nur die Könige, auch die Hirten, also wir, die kleinen Leute, kommen auch, so wie wir die kleinen Leute Jesus unsere Reverenz erweisen, sind es auch die Könige. Eigentlich gibt es zwei Weihnachtsfeste. Ja. Das erste Weihnachtsfest ist verbunden mit der Anbetung der Hirten im Stall, der eingebaut ist in den alten Palast Davids. Daher noch Esel und Ochse von diesem Stall. Und dann am 6. Januar werden die heiligen drei Könige verehrt, die dann ungleich später eintreffen. Und diese Könige sehen wir hier, zwei kniend, einen stehend. Oft hat es eben auch die Bedeutung, dass ein König aus Europa kam, einer aus Asien und einer aus Afrika. Ja, ja, das wird heutig in Interpretationen wird das schräg aufgefasst. Und wir hinten, wunderbar ist diese vielfigurige Szene. Das stammt aus der niederländischen Malerei. Das große Vorbild war Jan van Eyck und Hubert van Eyck. Und dann gab es weitere Schüler und Enkelschüler, die in Brügge arbeiteten. Und jetzt sind wir genau dort. Was ist das eigentliche Vorbild? Das Bild hat nichts mit Holbein zu tun, sondern das eigentliche Vorbild ist ein Maler namens Gérard David. In Brüssel im Museum, die Beaux-Arts, glaube ich, hängt dieses Bild auch wesentlich größer, doch eines, würde man sagen, ein Mehrfaches. Und jetzt fragen wir, wie kommt es zu diesem Bild? Ich glaube, Ihre Geschichte geht bis in den Krieg zurück. Ganz kann ich das jetzt nicht nachverfolgen, denn das ist perfekt gemacht, sehr schön als Anbetungsobjekt, aber es ist ein Foto. Es ist nicht gemalt. Konnte man das damals schon so fotografieren? Naja, fotografieren hatte man schon vor 150 Jahren oder 200 Jahren fast erfunden. Okay. Aber das ist ein Kunstdruck, der dann mit einer großen Zuwendung und durch Vergolder und so weiter zu einem kleinen Kabinettstück gemacht
wurde, das fast täuschend ähnlich einem spätgotischen Retabel, einem spätgotischen Bild ähnelt. Das heißt, die Geschichte ist, es ist kein Holben, sondern ein Gerard David. Es ist kein Original, sondern ein Foto. Was es aber bleibt, ist, es ist ein großes Kunstwerk. Und daher verstehe ich den Reiz, den diese Dinge haben und die Freude, die man daran hat. Sie können heute ähnliche Dinge in Museumsshops kaufen. Der Umstand, dass die Größe so verändert ist, ist auch ein Hinweis, dass es offiziell ist, weil die Museen wollen bei Reproduktionen andere Größen, damit kein Missbrauch damit getrieben wird. Aber Sie können heute sowas kaufen und ich muss sagen, das hat heute vielleicht einen Preis von 100 Euro. Echt? Ja. Aber ich denke, es hat einen großen emotionalen Wert, weil es ein wunderbares Bild ist, Andachtsbild mit tiefer Gläubigkeit und einer sehr schönen Qualität. Danke fürs Zeigen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen. Stellen Sie vor, es wäre echt gewesen. Ja, dann hätte mich's umgehauen. Es ist natürlich immer Freude. Man muss ganz ehrlich sein, wenn das jetzt ein echtes gewesen wäre, dann hätte ich mich schon davon getrennt. Weil dann hätte ich schon meine Rente etwas aufgebessert. Aber es ist eigentlich ein hübsches Bildchen.